Und was schmecken wir auf dem Kürbisgarten? Willkommen zu einer 17. Türchen unseres Rittersport-Adventskalenders, genau. Und vorher nochmal eine kleine Ankündigung, und zwar: Erst schon gesehen, meine Haare sind endlich ab. Ja, das haben wir gestern übrigens. Liebe Grüße an dich, Frederik. Hashtag Haare. Sie waren wirklich ganz, also das hat langsam genervt. Und ich kann am Sonntag Gott sei Dank endlich meine Weihnachtsmütze so ordentlich aufsetzen, weil letztens die Haare ja hier so durchguckten. Und ja, wie gesagt, das 17. Türchen. Und vorher hat mir einer geschrieben, das warst glaube ich du, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, was ist das für ein Gejaule hinten? Das ist die Weihnachtsmusik. Das ist zwar kein Gejaule, aber ja. Ich finde es geiler. Und das 17. Türchen heute auf jeden Fall. Und habt ihr es schon gesehen? Na, hier. Es ist 17. Türchen, wir müssen es am öffnen. Okay. So. Ja, der Kalender wird immer leerer und leerer und leerer. Okay. So, da haben wir auf jeden Fall drei Kerzen, denn der dritte Advent war ja vor knapp einer Woche, kann man das so sagen. Knapp eine Woche, genau. Mit vier Kerzen kommt bestimmt am Sonntag, oder? Hier Honignuss haben wir gezogen. Könnt ihr glaube ich gar nicht sehen. Wir müssen das so öffnen. Sehen wir, wie das von innen aussieht. Okay, weniger spannend. Okay, das soll es wieder gewesen sein mit diesen 17. Türchen unseres Rittersportart-Events-Gelands. Wenn es euch gefallen hat, würde mich da über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr das Video nicht so spannend fandet, bitte in die Kommentare schreiben, warum das Video so schlecht fandet. Damit ich dann beim nächsten Mal dann halt verbessern kann. Und das soll es wieder gewesen sein mit diesen 17. Türchen. Und das sehen wir uns, wie ich finde, morgen zum 18. Türchen unseres Rittersport-Adventskalenders. Wo ist es? Hier. Das 18. Türchen. Und guck ich mal den Kalender an, der wird immer länger. Und dann sehen wir uns gleich zum Matchsticks 17. Türchen. Das geht auch genau.